aus? Ja, die richtigen Haken muss man dann haben. Die hatte ich leider jetzt gerade, ne? Ging gar nichts. Wie steht's denn im Moment? Ich kann das nicht so überdrücken. Das ist nicht so meine Sportart gekommen bisher. Ja, es geht so. Es sieht nicht so schlecht aus. Wir haben gerade angefangen, aber ich glaube, es wird noch ein langer Kampf heute Mittag. Apropos Glücksspiel, wie rechnen Sie denn, wird das Qualifying sich denn darstellen, wenn es denn überhaupt heute noch kommt oder sonst morgen? Ja, ganz ehrlich gesagt glaube ich, dass es heute nichts mehr wird, weil es einfach zu stark regnet. Ich bin heute Morgen ein paar Runden gefahren, da war es schon unfahrbar, da war deutlich weniger Regen, weniger Wasser auf der Strecke. Deswegen glaube ich, dass es heute ein gemütlicher Nachmittag wird, leider Gottes, und dann morgen entweder morgen früh das Qualifying ausgetragen wird oder Charlie Whiting muss sich irgendwie eine Aktion überlegen, wie wir da morgen die Startaufstellung auslosen. Aber so ein bisschen Regen morgen würde doch dann einem Underdog auch helfen und in die Karten spielen. Ja klar, das wird auf jeden Fall besser in unsere Karten reinspielen, wenn es ein bisschen regnet. Da müssen wir mal gucken und schauen mal, wie das Wetter morgen wird. Und hoffe jetzt erstmal, da ist noch ein paar gute Karten, aber du bringst mir kein Glück, hier geht nichts. Okay, dann gehen wir besser wieder. Timo Glück, dann wenigstens gute Karten fürs Rennen fahren, dann Dankeschön. Und sein Teamkollege Luca Di Grassi hat da wohl etwas bessere Karten. Mal sehen, wie sich das dann im Auto darstellt. Damit zurück zu Florian.